Hallo und herzlich willkommen, lieber Steinbock. Mein Name ist Sirut Sabine und dies hier ist das Reading für die zweite Monatshälfte im November. Vom 15. bis zum 30.11. möchte ich jetzt gerne mit dir schauen, wie zeigt sich diese zweite Monatshälfte, wie geht es weiter, was löst sich vielleicht auf, welche Energien verstärken sich. Also diese Themen, die da immer wieder auftauchen. Das Video wird eine Fortsetzung haben und da schauen wir nochmal tiefer auf die Energien, die wir dann hier auf dem Tisch zu liegen bekommen. Und die Links zu den Fortsetzungen findest du unten in der Videobeschreibung. Achte bitte auch darauf, dass das Ganze hier ein kollektives Reading ist. Also, dass nicht alle Themen oder Situationen oder Energien eins zu eins auf dich passen können, nimm dir bitte das mit, was dir dient und all das andere lass einfach ziehen. Und du bist auch eingeladen, lieber Steinbock, dir die Videos zu deinem Mond-Venus-Aszendentzeichen anzuschauen, denn ja, diese Energie ist überaus kraftvoll, ja, aber wem sage ich das? Dieser ganze November, aber auch der Oktober schon. Also diese ganze Zeit ist sehr, sehr kraftvoll. Ja, lädt uns alle immer wieder ein, gut in uns zentriert zu sein. So, jetzt schauen wir aber mal und wir schauen mal mit der ersten Karte auf das Jetzt. Also auf das, was jetzt aktuell aktiv ist. Ja, die drei Stäbe, deine göttliche Aufgabe, du bist berufen hier, diese Aufgabe anzunehmen, diese Einladung, dieses Meisterstück anzufertigen. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das alles in Worte bringen kann. Was sich hier an Energie zeigt, es ist eine Würdigung deines Weges. Und aus diesem Weg heraus darfst du jetzt hier ja, etwas Neues gestalten, eine neue Tür öffnen, ein neues Kapitel eröffnen, etwas Neues zum Ausdruck bringen. Das ist immer so die, ja, die göttliche Aufgabe, die uns gestellt wird. Die Aufgabe unserer Seele, die da sagt, jetzt bist du bereit. Wir schauen mal, was hier in der Vergangenheit lag, was möglicherweise Einfluss hatte, noch hat oder sich ja erlösen darf. Die Kraft in deinem Wurzelchakra. Wow, lieber Steinbock. Hier ist etwas aktiviert worden in der Vergangenheit, was eine ganz besondere Kraft in dir geöffnet hat. Wir haben hier die 8, das ist die Kraftkarte. Und diese Energie unterstützt uns das gesamte 2024. Das ist sehr spannend. Ich habe auch schon einige Videos für 2024 veröffentlicht. Wenn du da mal schauen möchtest, in einem gehe ich auch auf diese Kraft ein. Wenn ich es finde, verlinke ich es dir hier unter der oder in der Videobeschreibung. Ansonsten schau gerne mal auf meinem Kanal 2024 und mit der Kraft, da war irgendwas. Ich krieg's jetzt gar nicht so schnell zusammen. Aber hier in dir wurde dein Urvertrauen gestärkt in der Vergangenheit. Hier ist etwas geschehen, lieber Steinbock, was dich in deine Kraft, in deine Power gebracht hat. Und dann wundert es mich auch gar nicht, warum jetzt hier dieser göttliche Auftrag zu dir kommt. Also das ist nicht von ungefähr. Du hast da die Kraft in deinem Wurzelchakra aktiviert. Du hast eine gute Erdung.
sowieso als Steinbock. Und jetzt darfst du aus dieser Kraft heraus die nächsten Schritte gehen. Also ja, es liegt jetzt hier in der Vergangenheit. Ganz oft sage ich ja Vergangenheit loslassen, aber diesmal unterstützt es dich und trägt dich. Und dennoch auch geht es hier ums Loslassen. Also auch da, lass los, geh weiter. Und das heißt ja nicht, wenn du das loslässt, was da geschehen ist, dass du diese Kraft nicht mehr hast. Es geht darum, die Energien fließen zu lassen. Was möchte sich denn in der Zukunft aktivieren? Also, lieber Steinbock, ich habe ja so das Gefühl, du bekommst hier einen Powerschub deiner, ja, außersinnlichen Wahrnehmungen oder deiner Feinfühligkeit, deiner ja, Feinsinne. Also das haben wir hier wirklich eine Aktivierung. Wir haben hier das dritte Augechakra. Und ich habe so das Gefühl, dass du durch diese tiefe Erdung deiner Kraft, deiner Feuerkraft, hier ganz neue Einsichten, Einblicke in das Leben bekommst, dass du ganz neue Zusammenhänge erkennen kannst und dass du genau aus dem Grund für diese göttliche Aufgabe jetzt bestimmt bist. Wow, ehrlich? Abgefahren. Ich bekomme auch nicht viel mehr Informationen. Ich spüre die Energie. Es ist eine sehr kraftvolle, sehr starke Energie. Und ganz ehrlich, lieber Steinbock, wenn es deine göttliche Aufgabe ist, dann weißt du darum. Wir schauen aber dennoch mal weiter. Uns fehlen ja noch ein paar Karten und wir schauen dann auch in die Fortsetzung hier echt noch mal richtig tief, um gut zu öffnen, welche Aufgabe sich da jetzt für dich präsentieren möchte. Was ist dir in dem Ganzen noch unbewusst? Auch wieder sehr viele große Arcana-Karten und eigentlich auch hier zu viele Karten. Ich lasse sie aber trotzdem da. Wir haben hier den Gehängten, dieses Aufsteigen aus festgefahrenen Situationen. Das ist hier wirklich so wie dieses Aufsteigen aus diesem alten Sumpf, so dass du hier in deine Kraft kommen kannst. Wir haben die Harmonie, die Liebenden. Der Gehängte, ein anderer Blickwinkel. Also du siehst auch schon die Dinge anders, passt hier zum dritte Augechakra. Und die Liebenden am Scheideweg. Und ich könnte mir vorstellen, dass Situationen auftauchen oder aufgetaucht sind oder sich, wie gesagt, noch zeigen, wo du hier so ein Stück weit auch in die Ablehnung gehst, weil du das Gefühl hast, wow, was eine Nummer, was eine Herausforderung. Ich weiß noch gar nicht, wie ich die jetzt hier hinlegen möchte. Und vielleicht hast du Momente, in denen du an dir zweifelst, in denen du sagst, boah, das ist eine Riesenaufgabe, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Aber dennoch, betrachte die Situation und was da kommt aus einem anderen Blickwinkel. Und es geht einfach auch darum, dich zu 100% für diesen Weg zu entscheiden. Es kann natürlich auch sein, dass es wirklich um die Auferstehung der Liebe geht. Auch durchaus möglich. So, was ist dir bewusst? Was liegt im Bewusstsein, Steinbock? Das ist zu viel. Da habe ich ja den ganzen Tisch voll. Was
liegt im Bewusstsein für Steinbock. Nee, hier. Oh. Alles durcheinander geworfen. Och, Kinder. Okay. Noch eine große Arcana-Karte, weil es so schick ist. Und wir haben hier finanzielle und materielle Herausforderungen. Und vielleicht hast du das Gefühl, du weißt gar nicht, wie du diese Aufgabe überhaupt meistern sollst, wie du da überhaupt vorwärts kommen sollst. Der Wagen, das ist die Vorwärtsbewegung. Also hier bewegt sich etwas, was sich im ersten Moment vielleicht anfühlt, als würdest du das materiell und finanziell gar nicht handeln können. Wir haben hier den Mangel, den Zweifel an deinem Selbstwert. Wir haben hier die 5 Münzen. Das ist immer auch so der Mangel. Und wir haben ja hier auch schon die Ablehnung. Und von daher habe ich das Gefühl, lieber Steinbock, dass du in dir noch so ein bisschen hin und her schwankst. Die Aufgabe reizt dich, ganz ehrlich, das zieht dich. Und doch tauchen da Aspekte auf, die dich noch ein bisschen zurückhalten oder versuchen, dich zurückzuhalten. Weil mit dem Wagen haben wir definitiv die Vorwärtsbewegung. Du hast definitiv hier sehr, sehr kraftvolle Visionen. Du hast die Kraft, die Power. Du bist gut geerdet, um diesen Auftrag, diesen göttlichen Auftrag einfach auch umzusetzen. Warum du hier so im Mangel bist, das schauen wir uns gleich in der Fortsetzung nochmal an. Und auch hier mit der Ablehnung, bin ich jetzt nicht so ganz. Also die zwei Karten, das ganze Bild ist gigantisch. Die Energie ist gigantisch, lieber Steinbock. Aber hier die zwei Karten, also hier Mangel, dann haben wir hier die Ablehnung. Du zweifelst da an dir, du fühlst dich unzureichend, unzulänglich, wie auch immer. Da möchte ich gerne wirklich noch mal richtig tief hinschauen, weil ansonsten ist das genial. Du hast die Visionen, du hast die Action in dir, du hast die Kraft, die Power, du bist bereit, hier zu entscheiden und doch das. So, wir gucken mal. Ja, und wenn die Gefühle verrückt spielen, geh in den Wald, geh in die Stille und schau dir an, warum das gerade ist, was du da in dir ablehnst. Vielleicht lehnst du ja auch die Verantwortung ab, die damit einhergeht. Wo du hier im Mangel bist, vielleicht denkst du noch, ich habe gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, wie ich das jetzt starten soll, wie ich das jetzt umsetzen soll. Was nagt da an deinem Selbstwert, lieber Steinbock? Und das kannst du in der Stille, im Rückzug dir anschauen, weil diese Kraft, die hier freigesetzt werden möchte, ist enorm. Und die 4 Schwerter sagen, hör auf zu kämpfen, lass dich ein auf das, was ich jetzt zeigen möchte. Erlaube dir, deine Kraft und diesen göttlichen Auftrag anzunehmen. Und damit starte ich jetzt auch mal in die Fortsetzung, denn ich bin sehr gespannt, wie gesagt, gerade auf diese beiden Karten und aber auch darauf, was hier so als Vision für dich auftauchen möchte. Link der Fortsetzung, wie gesagt, unten in der Infobox. Ich freue mich auf dich. Bis gleich.